Der Herr erklärt: Der Tag der Schlacht und der Rettung und eine Stadt genannt Märtyrertum. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Ein Tag harter Urteile, ein Tag der Vergeltung, der Tag der Verwunderung, der große und schreckliche Tag des Herrn. Zweiter Mai 2007, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Es wird ganz sicher geschehen. Es wird gewiss so kommen. Sie werden meinen Namen verherrlichen am Tag der Schlacht. Sie werden singen inmitten großer Widrigkeiten, wenn die Schwierigkeiten sie rundherum einschließen. Sagt der Herr, dessen Urteil steht und das die Erde in seinem feurigen Zorn umfassen wird. Seht, der Herr der Heerscharen, wird der Welt und auch allen auf den Inseln etwas Neues und Schreckliches zeigen. Ja, ich werde eine große Stadt erbauen. Seht, es wird eine Stadt voller Gesang und Blut, Geschrei und Jubel sein. Ja, eine große Stadt der Erlösung, eine Stadt der Ernte. Auch der ganze wilde Weizen wird dort sein. Eine Stadt genannt Märtyrertum. Zu meinem eigenen Ruhm wird sie erbaut werden. Doch in der Barmherzigkeit des Herrn wird sie nicht lange bestehen. Um meines Ruhmes willen wird sie nur für eine sehr kurze Zeit bestehen. Seht, es wird um der Auserwählten willen verkürzt werden. Und alle, die dort wohnen, werden an jenem Tag das Lied des Herrn singen. Und jene, die dort wohnen, werden dort nur für einen Augenblick leben. Und im selben Augenblick werden sie von der Erde verschwinden und mit weißen Gewändern bekleidet werden. Ja, in meinem eigenen Haus werden sie sie empfangen. Sie werden sich niederbeugen. Ja, sie werden anbeten und Heilung empfangen. Und dort, meine Kinder, dort in meinem Schoß werdet ihr für eine kurze Zeit verweilen und ihr werdet den Tod nicht mehr kennen. Weder Schmerz, noch Weinen, noch irgendeine Art von Kummer werdet ihr mehr kennen. Nur Gesang und Anbetung in der Gegenwart eures Hirten, eures Erlösers werdet ihr kennen. Der Herr der Heerscharen ist sein Name, der Heilige von Israel. Seht, ich habe es gesprochen, sagt der Herr. Seht, es wird so sein und es wird nicht zögern, denn es kommt schnell. Seht, es ist an eurer Tür. Deshalb bereut meine Leute und ehrt mich. Yahushua HaMashiach ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sagt nicht nur, dass ihr ihn kennt. Lebt in ihm. Ja, bleibt in ihm. Nährt euch Tag und Nacht mit seiner Lehre, meiner Lehre. Hört auf jene, die ich sende. Ihr werdet sie an ihren Früchten und an ihrem Schwert erkennen, das ich selbst in ihren Mund gelegt habe. Deshalb kommt heraus, all ihr Spötter. Tretet vor und schlagt meine Boten nieder, wenn ihr dazu in der Lage seid. Tötet meine Propheten, wenn ihr keine Gottesfurcht in eurem Herzen habt. Kommt gegen sie mit eurem falschen, gerechten Zorn. Kommt! Sagt der Herr, kommt, und ihr werdet in Stücke gebrochen werden. Ihr werdet massiv erniedrigt werden. Erniedrigt in meinem heißen Zorn, dann hochgehoben aufgrund meiner Barmherzigkeit. Und ihr bösen, treuen Konkubinen Satans, ja, ihr bösen Schlangen, die ihr eure Fäuste gen Himmel schüttelt und den König anspuckt, kommt und zischt meine Auserwählten an, die Erlösten unter den Menschen, die Erstlinge zu meiner Ehre, und ihr werdet in die Hölle hinuntergebracht werden.
welche der Tod und das Grab ist. Denn aus dem Staub hatte ich euch geformt, ihr zerbrochenen Gefäße von großer Schande, und zum Staub sollt ihr zurückkehren. So ist der ewige Zustand meiner Strafe. Dies ist die Strafe durch meine eigene Hand. Vernichtung der Bösen im See, der brennt, verzehrt in einem Augenblick, für immer aus meiner Gegenwart verschwunden. Finsternis, äußere Finsternis, das nichts ist euer Lohn. Und ihr werdet nicht einmal wissen, dass ihr es empfangen habt. Ihr werdet nichts wissen, noch werdet ihr irgendeinen Anteil am Leben haben. Es wurde euch genommen und wird euch nie wieder gewährt werden. Euer Erbe ist verloren. Dies, o verdorbene Generation, ist der ewige Zustand meiner Strafe und die ewige Belohnung für all meine Kinder, die mich komplett verlassen haben, aufgrund ihrer freiwilligen Adoption durch Satan, den bösen Hirten der Böcke, die fett gemacht wurden. Fett für die Schlacht. Ihr seid verzehrt. Und er, der euch geboren hat, ja er, der Luzifer und Satan genannt wird. Diese böse Schlange, der Drache, er wird für seine bösen Taten in dem See, der fälschlicherweise ewige Qual genannt wird, die gleiche Strafe empfangen. Denn der See meines brennenden Herzens ist Gericht und nicht Leben. Ein verzehrendes Feuer. Und es ist für ihn und seine Engel reserviert, sagt der Herr. Also kehrt um, sagt der Herr. Verlasst eure bösen Wege. Lauft schnell, denn die Zeit ist nahe. Der große und schreckliche Tag des Herrn ist hier. Ja, er ist sehr nahe. Werdet verborgen, nicht verlassen und entblößt. Sucht Zuflucht in eurem Erlöser. Denn er wird Christus und Jesus genannt. Yahushua ist sein Name, die Auferstehung und das Leben, das Geschenk, die liebende Barmherzigkeit Gottes, die ewig währt. Oh, Immanuel!